Im letzten Part haben wir den Vater von, ja, von da einen hier vorne, also Nehma, befreit und können uns jetzt erstmal den Aufladung unseres Ding wieder widmen. Ja, okay. Es wird aufgeladen. Whee! Danke. Ah, du probierst wohl alles gerne mal aus. Natürlich probiere ich alles aus. Also machen wir uns direkt auf den Weg zum Funkturm. Ach, hier sind auch noch ein paar Magnetilos, wenn ihr meint. Oh, hier kann man speichern. Okay, wenn ihr meint. Okay. Hier geht's hoch. Mein Gott. Ich frage mich eigentlich wirklich, was hier passiert. Oh. Außerdem dürfte die Pokémon nach dem Erscheinen Pokémon allesamt recht aufgebracht sein. Aufgebrachte Mock greifen sofort an, wenn man sie sich nähert. Und bedauerlicherweise ist es zudem äußerst schwierig, aufgebrachte Pokémon in diesem Zustand einzufangen. Statt Einführung in das Thema mal eingebrachte Pokémon. Ach komm. Können wir es abbrechen? Bitte. Pokémon gleich beginnen, fangen aufgebracht sein oder öfters ja später im Verlauf wütend und aufgebracht. Ja. Ja, mach das noch langsamer. Oh. Während ein Pokémon aufgebracht ist, färbt sich seine Freundschaftsleiste rot. Diesen Zustand wirkt es kaum positiv auf den Gegner, wenn du ihn mit der Fangkommschleife um ihn siehst. Was ist nicht? Darüber hinaus ist währenddessen nicht möglich zu fliehen. Ach komm. Ach so, fliehen kann man auch. Wusste ich gar nicht. Pokémon-Stärken eignen sich ganz ausgezeichnet dafür, aufgebrachte Pokémon wieder zu beruhigen. Triffst du den Gegner mit einer Pokémon-Stärke? Ja, ist die rote Leiste leer? Ist das aufgebrachte Pokémon. Ah, Mann! Aufgebrachte Pokémon wieder bereit, deine Sympathie aufzunehmen. Zudem erhältst du auch wieder die Möglichkeit zu fliehen. Ich hab doch keinen Dummy-Blix. Boom. Ja. Da dürfen wir jetzt auch hier. Hallo, ich will das abbrechen. Das ist mir zu doof. Ich will. Hiermit. Ja, danke, dass das endet. Danke. 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 Ich will jetzt nicht weitermachen. Ja, okay. Und das Pokémon ist weg. Gut. So wollen wir dann. In den Gängen des Funkturms sucht man Geländer leider vergebens. Daher muss man besonders vorsichtig sein und nicht herabzustürzen. Okay. Meint. Oh Gott, nein. Wow, 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 wow. Da muss man echt vorsichtig sein. Dann gehen wir erstmal auf. Müssen wir da lang? Ah, nee. Ja. Was haben die nichts bisher wohl vor? Mann. Ich weiß es nicht. So, okay. Probieren wir hier nochmal. Eigentlich müsste ich ja hier durchkommen. Irgendwie. Ja, vielleicht hilft das Pokémon ja irgendwie. So, Magnetilo greift an, okay. Ja, okay, mach ruhig. So. Und es ist gefangen. 13er Serie, cool. Yay! Ah, nur Anleistung. Ach komm. Aufladen sind bei. Freilassen. Brauchen das derzeit nicht. Anscheinend doch nicht. Hm. Was ist hiermit? Kann ich nichts machen mit. Okay. Aber wir müssen. Oh shit. Ich bin runtergefahren. Was passiert? Achso, wir sind jetzt wieder hier. Am Anfang. Toll. Vielleicht können wir ja mit dem Scorecrow irgendwas machen. Eventuell. Ah, nur eventuell. So. Okay. Mann, bleib doch mal stehen. Ja, okay. Ja, Pichu, darfst du auch mal was machen. Gut. Mann. So, das ist ein bisschen schwerer, als ich dachte. Hier gerade. Mit. Ah, Scorecrow ist auch so doof zu fangen. Weil es ist. Bleibt einfach nicht stehen. Ah, mein Gott. Danke, dass du jetzt mal stehen geblieben bist. 28 Sekunden für das Ding. Bisschen lange. Fangkong-Energie und Fangkong-Power wieder erhöht. Ja, wir wechseln dafür. Mitnehmen so. Irgendwas mit Tackle. Wieso? Tschüss, Wieso. Bis dann. Gut, Wieso ist jetzt weg. Und was ist denn hier drin? Nix. Können wir hier irgendwas machen? Nee, gut. Ah, ich bin jetzt schon überfragt, was wir hier machen sollen. Ja, lädt wieder vollständig. Ach, okay. Da habe ich doch das richtige Pokémon geholt. Machst du bitte?
Einmal weg. So, Skogor. Zeig, was du aus diesem Metallstück machst. Ah. Ein totes Metallstück. Gut. Danke, Skogra. Skog. Oder Skogla, wie auch immer. Okay, ich glaube, wir nehmen. Ich glaube, wir nehmen uns zur Sicherheit nochmal eins mit. Wer weiß, wann wir es noch gebrauchen können. Okay, auf geht's. Ja, Pichu, das gleich. Hey, ich hab dich doch gedrückt. Also mach mal bitte was. Ah, das ist auch so ein nerviges Vieh. So, gut. Bisschen riskant, aber wir haben es geschafft. Gut. So, B? Willst du mich irgendwie trollen? Ernsthaft B? Ach komm. Das andere war A. Mein Gott. Er treibt sie. Oh, was haben wir denn da? Noch ein Pichu? Raikou ist gerade in den Funkturm hinaufgerannt. Was hat das alles nur zu bedeuten? Offenbar versteht es unsere gegenwärtige Lage und möchte uns mit seiner Kraft unterstützen. Nein, das definitiv nicht. Denke ich zumindest. Das ist irgendwer. Was? Wer ist da? Ich bin's. Da ist noch ein Ranger. Ich werde diese Information mal rasch nach oben weitergeben. Hey, hau nicht einfach ab. Du bist wohl der Strolch, über den wir vorhin in Kenntnis gesetzt wurden. Weiter lassen wir dich nicht nach oben vordringen. Pichu! Pichu, Pichu! Hä? Jetzt hört schon auf euren ständigen Pichu, Pichu auf. Es ist zwar ein Pichu wie du, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Los, zeige ihm, was ein Hake ist. Okay. Was? Was ist hier los? Das Pichu randaliert. Pichu, der Packung und der Pack greift an. Oh, es ist aufgebracht. Welches ist jetzt mal. Was? Du hast bei Smogmog einfach gekillt. Das ist nicht nett. Ah, lol. Ich hab das. Das ist ziemlich aufgebracht, muss ich zugeben. Warte doch mal. So. Gut. Kann ich das jetzt auch sofort fangen? Gut. Perfekt. Na, oh mein, muss ich mir jetzt noch mehr Pokémon fangen? Oh Gott, das ist ein bisschen doof. Oh Gott, ey. Sei gefälligst nicht so unachtsam, Pichu. Wo ist nur diese Pfiffigkeit hin, vor dem du regelrecht gesprüht hast? Als ich dich auf der Isla durch CV einfing. Davon spüre ich rein gar nichts mehr. Oh mein Gott, jetzt haut er einfach ab. Pichu! Yay! Oh mein Gott, jetzt randaliert er. Oh Gott, jetzt fängt es an zu singen. Das ist also eines der Pichus, von denen du gesprochen hast. Es war sicher schlimm für dich, jeden Schuft zu manipuliert zu werden. Nun, meine kleine Kollegen, wie Tüösen. Es freut mich sehr für dich, dass du deinen Freund wiedergefunden hast. Hm? Okay. Pichu! Yay! Tschüss! Pichu, Pichu! Ah ja, okay. Der geht ja wahrscheinlich wieder zurück zu der Insel. Denke ich mir mal. Und wir machen uns jetzt weiter auf den Weg nach oben. Da müsste wahrscheinlich irgendwas noch sein. Oh. Kann ich meinen, du stehst zu weit vorne. Oh mein Gott. Oh, sie sind da. Da muss ich Hey, du da, warte. Ah, was ist denn hier los? Hä? Ach, der will nicht weiter. Okay. Und da hab ich ihn noch nicht gewarnt. Aber was soll ich sagen? Die Leute hören mich halt nicht zu. Mit Brink verhält es ja kaum anders. Durch die breite Leitung im Funkturminneren scheint jeweils nur für eine begrenzte Zeit Strom zu fließen. Okay. Oh, shit. Und gleich renne ich in das Ding rein. Toll. Ja. Was haben diese Nichte von diesem Pocknerven bloß vor? Ja, wir wissen es ja, mein Gott. Warte noch kurz und rüber. Gut. Hallo, Volteball. Puh. Mehr brauche ich da nicht zu sagen. Und gleich fängt es schon an. Elektrisierter Kanimani. Vor uns voraus. Okay. Warten. Und weiter geht's. Oh mein Gott. Einfach mal an den Ding vorbeilatschen. Oh mein Gott. Komm hier darüber. Dich. Ja, gut. Gerade noch so geschafft. Oh, ja gut, wir haben einen Skorkro. Wozu könnte man das einsetzen? Natürlich, zum Ziel beseitigen.
Gut, dass ich mir das jetzt noch mitgenommen habe. Ich wusste irgendwie, dass wir es irgendwann mal gebrauchen können. Gut. Danke, Skorkra. Tschüss. Was ist hier unten? Autsch. Ja, lass mich hier runter, danke. Mein Gott. Das ist etwas schwerer zu lenken. Gut, einmal rüber. Gut. Ein Elekid. Okay, nimm es mal mit. Vielleicht können wir es auch irgendwie gebrauchen. Wie alles hier. Ja, du kriegst mich sowieso nicht. Tschüss. Das war eigentlich recht einfach zu fangen. So, Fangleistung A. Verzeichnis, neuer Eintrag, überladen. Gut. Ja, man labert mich nicht zu mit diesen... Was haben die nichts ist dazu? Ja, was haben die wohl vor? Die wollen wahrscheinlich hier gleich wieder die Welt an sich reißen. Denke ich mir mal. Ach, kann man das Ding... Oh mein Gott, ich wollte jetzt nicht runterfahren. Mein Gott. Ich will das Ding... Au, mein Gott, du greifst mich vorher an. Das ist nicht nett. So. So. Oh. Das hat nur ein bisschen was gebracht. Okay. Okay, Pichu, los. Los, mach doch mal was. Sonst will ich dich ja nicht rufen hier. So, Pichu, räum mal ein bisschen. Okay, es ist wieder ein... Autsch, ah, natürlich. Gleich beim ersten Mal hier. Gut, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Okay, warten und weiter geht's. Und ich hab's gleich geschafft, gut. So, das brauchen wir definitiv bestimmt nochmal. Sonst wäre es ja hier nicht so oft zur Verfügung. Denke ich mir mal. Kommen wir da rüber, ohne irgendwelche elektrisierende Sachen. Oh, was haben wir denn hier? Ach, überladen, gut. So, Fritzeblitz. Ja, mal wegmachen. Einmal das Türchen besätigen. Ja, elektrische Tor. Danke, Fritzeblitz. Bis dann. Gut. So, dann gehen wir mal weiter nach unten. Oh Gott, ne. Ich kann mal leicht runterfahren. Och, drei Stollions. Oh Gott, ne. Warte, also auf... So sieht man sich wie der Ranger. Ab hier ist für dich Endstation. Ach man, muss das jetzt sein? Mach hier lieber kehrt und geh zurück nach Hause. Sollte dein Abenteuerlust gar zu groß sein, dann treibe ich es die ganz und gar eben aus. Los, Steuerack und Stolinio, mach dir eben den Chaos. Okay, wenn du meinst, dass deine Stolinios-Dinger irgendwas reißen können. Oh Gott, natürlich, wieder ein aufgebrachtes Ding. Oh mein Gott! So, okay. Also Stolinio, die sind eigentlich noch ganz schlick drauf. Ah, ich fange erstmal die Kleinen ein und kümmere mich dann gleich um das Große hier. Mein Gott. Darf ich auch mal die Kleinen erstmal einfangen? Danke. So, du kommst auch rein. Gut. Und dann brauche ich erstmal meinen Rabots. Oh, das habe ich falsch eingesetzt. Achso, das muss jetzt aufgeladen werden. Okay. Ah, Skorkro brauche ich ja noch. Na, das brauchen eigentlich alle noch. Das ist das Problem. Denke ich mir mal. So. Kann ich dich nochmal einsetzen? Ja, gut. Ah ne, ich muss erstmal warten. Ja, Pichu, los, go! Auf mit dir! So, okay, dann fangen wir jetzt mal schnell ein. Wir haben jetzt die Möglichkeit dazu. Oh Gott, ne. Gut. Das war knapp. Mal, es bin ich zumindest mal. Das war ziemlich knapp hier. Okay, dann können wir auch gleich weiter mal. Gut. Einmal für Tackle 1 und Tackle 2. Gut. Dann wissen wir Bescheid. Und. Haha. Tschüss, ihr beiden. Oder drei. Da. Oje, Mine. Wie soll ich unser Chef nur ja wieder unter die Augen treten?
Ja. Tschüss. So. Oh, cool, Shinox, das will ich haben. Definitiv will ich das jetzt noch in diesem Part haben. Wähle Shinox-Heft an. Oh, gar nicht. Da müssen wir aufpassen, wenn es jetzt seine Attacken macht. Die sind ziemlich krank, irgendwie. Ja, ziemlich stark, meine Meinung nach. Okay. So, Überladung braucht man immer wieder, denke ich mir mal. Okay, nochmal überladen. Cool. Danke. So, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Pokémon Ranger 3 auf Spuren des Lichts. Also bis dann und ciao!